Hallo und herzlich willkommen zum 18. Hausmit Video hier für meinen Let's Play Kanal. Es gibt einiges, über das ich reden möchte. Und ich würde mal sagen, ich fange gleich damit an. Zum ersten, zunächst werde ich die kleine Sommerpause, die ich habe, nochmal um eine Woche verlängern. Das bedeutet, sie fängt am Also es fängt wieder an am 9. September. Und ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Und das Größte, über das ich eigentlich im Moment reden möchte, ist ein neues System, was die Videos angeht. Was ich euch mal vorstellen möchte. Vielleicht erkennt man das schon hier ein wenig an dem Plan. Und zwar folgendes. Dies am Main-Projekt wird sich im Grunde nichts ändern. Es kommt immer täglich um 10 Uhr. Es wird immer noch Mass Effect 2 bleiben. Aber an den Sub- und Third-Projekten wird sich deutlich was ändern. Bei den Sub- und Third-Projekten wird es so sein, dass auf jedem dieser Projektslots jeweils zwei LPs sind, die sich täglich abwechseln. Das bedeutet hier jetzt zum Beispiel bei den Sub-Projekten, da haben wir zum einen Experiment Frontier und Tarzan, die sich täglich abwechseln. Dann kommt Montag Experiment Frontier, Dienstag Tarzan, dann wieder Experiment Frontier, dann wieder Tarzan und so weiter und so fort. Das gleiche gilt auch für das Third Projekt. Hier Last Light und Demon's Souls. Das hat ein paar Gründe, die ich euch hier noch etwas erläutern möchte. Und zwar habe ich im Verlauf des Testens des alten Systems gemerkt, dass ich mit dem alten System in gewissen Sondersituationen ein paar Probleme habe, dass das nicht so funktioniert, wie es für mich am besten ist, wie es für mich am besten passt. Bei System Shock, das P ist jetzt auch schon wieder etwas her, war es zeitweise so, dass ich nicht mehr wirklich große Lust auf das Spiel hatte und aber trotzdem mich mehr oder weniger zwingen musste, 7 Folgen zu machen am Wochenende für die jeweils nächste Woche. Was halt blöd ist, was an sich gut funktioniert, nur halt nicht dann, wenn man auf dem Spiel eher weniger Lust hat. Und hat mal wenig Lust, und das merkt man dann auch so ein bisschen in den Videos, wenn man mit weniger Lust an ein Projekt rangeht. Der große Vorteil hierbei, bei dem neuen System, ist nun mal, dass ich für ein Projekt nur 3 bis 4 Folgen pro Woche machen muss, je nachdem, wie das mit der Woche aussieht. 3 bis 4 Folgen pro Woche. Das bedeutet, ich muss insgesamt für ein Projekt weniger aufnehmen, auf einen Schlag. Wenn ich dann mal eine Zeit lang weniger Lust habe auf ein Projekt, dann ist es nicht so schlimm, weil da muss ich nur 3 oder 4 Folgen aufnehmen. Und das ist deutlich angenehmer als auf einen Schlag 7 Folgen. Dann kann man sagen, gut, die 3, 4 Folgen mache ich jetzt noch schnell, ist eine Stunde Zeit oder ein bisschen mehr als eine Stunde. Und dann ist das erledigt, selbst wenn ich so viel Lust habe. Und dann kann ich mich auch erstmal um die anderen Projekte kümmern, auf die ich vielleicht mehr Lust habe. Und das ist für mich persönlich einfach nochmal etwas angenehmer. Dann der nächste größere Vorteil ist, ich habe an sich ein größeres Angebot an Let's Plays. Es wären ja dann insgesamt 5 Let's Plays, die gleichzeitig laufen. Das Tolle ist halt für mich persönlich, ich habe mehr Let's Plays, die ich gleichzeitig machen kann. Das heißt, ich kann diese Liste an Sachen, die ich machen will, eigentlich sogar schneller abarbeiten. Ich bin etwas flexibler, was es mit den Projekten angeht. Und wenn man es mal von einer anderen Sichtweise betrachtet. Jedes Projekt, was man macht, ist wiederum eine Anlaufstelle für Zuschauer. Je mehr Projekte man gleichzeitig machen kann, desto mehr Zuschauer kann man haben, desto mehr Anlaufpunkte gibt es, um Zuschauer zu haben. Wenn man dann auch noch diese verschiedenen Projekte in verschiedenen Genres unterteilt, hat man damit einen etwas erhöhten Zuwachs an Zuschauern. Wie sich das auswirkt, ob sich das auswirkt, weiß ich nicht. Und selbst wenn sie es nicht auswirkt, großartig auf die Zuschauerzahl, die ich im Moment habe, dann ist es mir ehrlich gesagt Wurst. Irgendwie, das Lustige ist, seit Experience of Frontier habe ich einen ziemlich großen Zuwachs an Abonnenten. Obwohl Abonnent nicht gleich Zuschauer bedeutet.
Nun gut, und das dritte. Und noch ein dritter großer Vorteil, und das ist eigentlich einer der besten Vorteile an diesem neuen System, ist, wenn ich mit jemandem Together machen möchte, muss man mit dieser Person nur 3 bis 4 Folgen an einem Wochenende aufnehmen, was für die andere Person viel deutlich angenehmer ist, aufzunehmen, als zu sagen, jede Woche müssen 7 Folgen gemacht werden, weil dann kann man auch sagen, ey, man nimmt sich mal einen Tag ein paar Stunden frei, nimmt dann einfach mal auf einen Schlag 8 Folgen oder so, ne, doch so 8 Folgen auf, da muss man 2 Wochen lang nichts aufnehmen, oder wenn man mal richtig, ich weiß nicht, es kommt auf den Let's Play Partner an, viel Zeit hat, man mal 14 Folgen, dann reicht es für 4 Wochen. Stimmt das? Ja, für 4 Wochen muss man dann nichts mehr aufnehmen, was an sich ganz angenehm ist. Man wird flexibler, auch was Togethers angeht. Und ja. Das soweit zum System. Ich sehe eigentlich keinen großen Nachteil im System. Es gibt vielleicht eins, was so eher mit meiner persönlichen Präferenz bei Let's Plays angeht. Wenn ich Let's Plays gucke von irgendeinem YouTuber, dann finde ich es toll, wenn man täglich eine Folge hat. Weil ich jemand bin, der gerne fast täglich Let's Plays, mehrere guckt. Von daher ist es so eine Sache, die für mich besser ist. Obwohl man auch sagen muss, wenn mir ein Let's Player gefällt, dann gucke ich mir auch Projekte an, die mich nicht so interessieren. Es sei denn, das ist wirklich ein Spiel, was mich null interessiert. Ist wieder so eine Sache. Das ist eher eine persönliche Präferenz. Und ich denke mal, bei anderen Leuten ist es nicht so schlimm, wenn Projekt nur alle 2 Tage kommt. So viel zum neuen System. Gleichzeitig zum neuen System muss ich noch ein paar Ankündigungen machen in Bezug auf Let's Plays, die kommen werden. Das eigentlich sieht man ja schon, wie sich das verändern wird. Zum einen haben wir hier Mass Effect 2 immer noch als Main-Projekt. Das wird aber ab 15. November, das habe ich hier noch nicht reingeschrieben, weil ich dass er noch Zeit hat. Ab 15. November wird es einen anderen Slot bekommen. Mass Effect 2 wird es weiterhin als Let's Play geben. Es wird nur nicht mehr das Main-Projekt sein. Auch mit dann später Mass Effect 3 nicht. Sondern wird auf Sub-Projekt oder Third-Projekt-Slot verschoben. Das hat folgenden Grund. Am 15. November kommt X-Rebirth. Stimmt das? Ja, 15. November kommt X-Rebirth. Für mich persönlich eigentlich von den Projekten, die in der nächsten Zeit kommen werden. Von den Projekten, die im Moment laufen und in nächster Zeit kommen werden, für mich persönlich das Wichtigste, das wird dann nämlich ab 15. November auf dem Main-Projekt, da kommt dann täglich vor eine Folge. Und dann wird halt Mass Effect 2 und 3 auf Subprojekt oder Third-Projekt verschoben und kommt dann nur alle 2 Tage. Dann bei den Subprojekten wird im Moment X Beyond the Frontier weiterlaufen und es wird für den Anfang begleitet von einem Remake zu einem etwas älteren Let's Play von mir, und zwar von Tarzan, zu dem man aber Folgendes noch zu sagen habe. Bei Tarzan wird es so sein, es wird nicht dieses Mal nicht auf dem PC sein und es wird nicht auf Englisch. Das war so letztes Mal das Problem. Ich habe nämlich Tarzan nur auf dem PC, nur auf Englisch. Jetzt habe ich es mir für die PlayStation geholt und auf Deutsch. Habe es dann über das Aber Media Center aufgenommen. Nee, Quatsch, über Amarek TV. Nur ab der 6. Folge oder 5. Folge musste ich es über Emulator laufen lassen. Also die CD habe ich dann eingelegt im PC und dann über Emulator aufgenommen, weil die PlayStation sich aus was im Grund auch immer partout weigert, die 5. Level zu laden. Habe ich auch im Let's Play dann nochmal erklärt. PlayStation ist meine PlayStation. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Ich glaube, so bei anderen PlayStations ist es ähnlich. Die ist sehr zickig und sehr eigen, muss man schon fast sagen. Die spielt nicht einfach jedes Spiel einfach so ab. Ist zickig. Ich würde es zickig bezeichnen. Will nicht alle Spiele so laden. Hat einige kleinere Macken, aber sonst läuft sie eigentlich. Also es kommt drauf an. Bei manchen Spielen läuft sie einwandfrei, kein Problem. Bei anderen ist sie ein bisschen zickig. Dabei hat es ja nicht lange geht. Das wird dieses Mal sind es genau 13 Folgen. Letztes Mal waren es 14. Wird dann daraufhin DuckTales Remastered anfangen. Das ist vor kürzerem, ich glaube mittlerweile schon vor einer Woche oder so erschienen. Da habe ich auch schon ein paar Folgen zu aufgenommen. Wird dann erscheinen ab 22. Dezember
Voraussichtlich. Der hat dann das auch schon voraufgenommen. Was mich halt entlastet, was die Subprojekte angeht, für die nächste Zeit, was gut ist, weil ich noch Schulsachen zu machen habe. Das ist gut, dass ich dann für X Beyond the Frontier eigentlich nur so 3 bis 4 Folgen in der Woche aufnehmen muss. Für die nächsten Wochen, für die nächsten 2 Wochen nach Start, wieder Start nach der Sommerpause so. Und das ist für mich ganz praktisch. Dann haben wir ja noch auf der Third-Projekt-Seite Metro Last, was ich jetzt wieder anfangen werde. Ich habe heute mal wieder getestet, wie es jetzt läuft. Die Grafikkarte läuft auf, Klammer auf, nur, Klammer zu, 80 Grad. Was auch nicht so spektakulär toll ist, aber lässt sich im Moment nicht ändern. Ich werde zwar ab Mitte September mir endlich neue Lüfter kaufen können, das in die Grafikkarte einbauen können. Ich muss dann wahrscheinlich auch meine Soundkarte rausnehmen, dass die Grafikkarte mehr als genug Platz hat, um ihre Hitze wegzubekommen. Und ab dann sollte Last Light weniger Probleme machen. Und was ich halt mit Last Light abwechseln wird, ist Demon's Souls. Wie lange diese ganzen Projekte gehen, kann ich sagen. Ich habe das jetzt auch ein bisschen geändert. Früher hatte ich ja in den Monaten, wo es sehr wahrscheinlich noch das Projekt noch laufen wird, einfach hier so einen Balken gemacht. Hier mache ich jetzt einfach Fragezeichen. Ich denke mal, Mass Effect 2 wird noch ein paar Monate gehen. Wir sind jetzt gerade bei der fast 70. Folge ungefähr. Ich habe es nicht mehr so genau im Kopf. Und es sind voraussichtlich, ja wie bei Mass Effect 1, knapp 140. Und deswegen sage ich mal so im Dezember. Es kann auch sein, dass es im November ausläuft. Es könnte auch sein, dass es vor X Rebirth schon ausläuft. Aber es kommt auch vielleicht drauf an. Eventuell wird Mass Effect 2 dann, weiß ich, sind vielleicht noch 10 Folgen vor Ende vom LP. Obwohl, egal. Nee, lassen wir das. Ich wollte gerade irgendwas sagen, aber das ist egal. Gut, dann würde ich sagen, das war es soweit zu dem neuen System, was ich mir vorgestellt habe. Ihr könnt ja vielleicht, die wenigen Zuschauer, die ich habe, könnt ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Idee haltet, von dem neuen System. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehr viel gequatscht für eigentlich eher wenig Inhalt. Egal. Das war's mit diesem Announcement-Video. Wir werden uns dann ab 9. September wiedersehen, wenn die Projekte wieder anfangen. Lifemaker over and out.